Meine sehr geehrten Damen und Herren, Steuermittel sind ein kostbares Gut. Sie sind die Basis, ohne die kein staatliches Handeln und kein staatliches Wirken möglich ist. Jeder einzelne Bürger trägt mit einem Teil seines Lohns zum Funktionieren des Staates bei. Das macht den großen immateriellen Wert dieser Gelder aus. Er verpflichtet aber gleichzeitig zu einem besonders sorgfältigen, abwägenden und vorausschauenden Umgang damit. Darauf immer wieder hinzuweisen, hat sich der Sächsische Rechnungshof auf seine Fahnen geschrieben. Am 1. Juli legen wir den ersten Teil unseres Jahresberichts 2022 vor. Die Staatsausgaben lagen im von den Einflüssen der Corona-Pandemie gezeichneten Jahr 2020 zum ersten Mal über den Schwellenwert von 21 Milliarden Euro. Die Deckung war nur dank einer kreditfinanzierten Entnahme aus dem neu geschaffenen Corona-Bewältigungsfonds Sachsen von über 1 Milliarde Euro möglich. Die Tilgung der Schulden steht nun an. Empfehlungen dazu enthält unser Bericht, dessen Lektüre ich jedem empfehle.